Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Oh, Entschuldigung. Irgendwas stimmt mit meinem... Oh, rülpsen nicht. Ich hab nicht mal gegessen. Wir sind in der Kosmo-Region und wollten hier hin. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Kommen wir vielleicht von da dahin? Dass wir da vielleicht so durchkommen, so flupp, flupp. Sieht aber eher aus, als wenn das unten ist vom Becken. Aber hier sind so... Vielleicht kommen wir auch ganz cool von da durch. Dass wir es vielleicht schon wieder viel zu kompliziert denken. Und da eigentlich durchkommen. Warte, wir machen mal eine Schnellreise hier hin. Schnellreise. Chocobo. Die Dinger lassen ja darauf schließen, dass man da vielleicht durchkommt. Sicher bin ich mir aber nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo es lang geht. Nach da. Aber das sieht fast gut aus. Wir beschleunigen mal kurz. Sieht fast aus. Ja, da ist doch der Turm schon. Mann, traumhaft. Wenn hier immer bloß alles so einfach wäre. So, da sind jetzt ein paar Viechers. Ich weiß nicht. Es wird heiß. Red ist gleich tot. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall wieder mehr kämpfen, weil... So, da machen wir mal Limit. Irgendwelche letzten Worte? Okay. Wir brauchen aber ganz dringend irgendwie mal eine Bank oder so, wo wir uns ganz kurz ausruhen können. Oder so eine Bushaltestelle oder so eine Chocobo-Haltestelle oder whatever. Hauptsache, wir können mal ganz kurz durchatmen. Davon habe ich ehrlicherweise noch nicht viel gesehen, dass es hier irgendwie sowas gibt, wo man das machen kann. Entschuldigung. Red hat noch einen Lebenspunkt. Moment. Mein Hund jagt hier gerade Silberfische. Und er hat schon wieder Monsterblähungen. Der nächste Turm ist ja schon wieder da oben. Da oben ist der schon. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, so macht es keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Ich sehe aber leider auch keine Möglichkeit, sich mal irgendwo kurz hinzusetzen. Zumindest nicht in diesen Bereichen hier. Aber ich sehe leider auch keinen weiteren Sinn darin, weiterzukämpfen. Weil wir halt wirklich nicht viel machen können mehr.
Ich würde jetzt versuchen, vielleicht den Turm noch zu holen. Wenn wir schon mal hier sind. Dazu müsste ich nur mal kurz wieder herausfinden. Da ist er. Und da ist der Turm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir darüber fliegen können. Wenn wir denn die richtige Seite erwischen. So, und hier müsste eigentlich noch einer sein. Reicht nicht bis da. Okay, komisch. Dann müssen wir vielleicht doch direkt dahin. Versuchen wir mal. Aber das reicht auch nicht. Ah, guck mal, vielleicht von hier irgendwo. Weiß ich nicht. Viel wichtiger wäre mir jetzt eigentlich erst einmal, dass wir uns ausruhen können. Aber da hoch müssen wir so oder so irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht... Achso, jetzt habe ich nur mich geheilt. Toll. Wir müssen noch einen nehmen. Und noch einen. So, dann können wir wenigstens wieder ein bisschen kämpfen. Hier ist ja irgendwie dieses Mogri-Nest. Stufe offen, Stufe offen. Stufe 38, wir sind 39. Stufe offen. Ah, da kommen wir vielleicht von da durch. Und dann dahin. Aber wie kommen wir dahin? Okay, nicht so wichtig. Dann kümmern wir uns jetzt erst einmal hier rum. Das wird aber vermutlich da oben sein. Wir müssen irgendwie da hoch. Ob das reicht?
Nee. Ach, da wäre auch noch einer gewesen. Müssen wir wahrscheinlich die ganze Umgebung abklappern. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich versuche jetzt links hochzukommen. Oh, wird eng. Wenn der landet, will der sofort los. Oh, Kiste. Popliges Elixier. Noch eine Kiste. Mann, gut haben wir so viel gesammelt. Oh, ich weiß jetzt schon, dass das nicht für mich ist hier mit diesen Dinger. Müssen ja scheinbar irgendwie ganz hoch. Oh Mann, ey. Machen wir hier eine Schnellreise hin. Ich gehe doch hier richtig, jawohl. Wie sollen wir da bloß reinkommen? Hat das vielleicht mit der Ausgrabung zu tun?
Verwittertes Schiffswrack. Aber so kleine Vögel haben wir jetzt auch noch gar nicht gefunden, ne? Also so kleine Chocobos. Heilendes Heilsband. Ja, das hat doch da aber geleuchtet. Das ist da drinne wahrscheinlich, ne? Direkt in dem Schiff. Rüstungsmodifikation 9. Da ist er. Gegenstände Experte. Toll, und ich dachte, wir kriegen hier vielleicht... die Schlüssel. Vermutlich müssen wir erst einmal darüber. Um dann wieder auf die andere Seite zu kommen. Wird Flugparcours 7. Aber den will ich doch gar nicht.
Versuche jetzt einfach mal darüber zu kommen. Da oben ist das Mogli-Haus. So ein Kack hier, ey. Ein Fehler und du kannst wieder alles von vorne machen. Ich will hier jetzt nicht so schnell laufen, weil ich Angst habe, dass ich runterfalle. Auch wenn das nicht funktioniert eigentlich. Aber drauf anlegen will ich es auch nicht. Vom Leben lernen. So. Next. Next. Dann haben wir's. Chartley übermittelt. Cloud. Ja. Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Ja. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Ja. Er scheint unter Ruinen in den Bergen begraben zu sein. Diese Relikte der Vergangenheit werden auch heute noch erforscht. Man vermutet, dass sie vom alten Volk oder vergleichbaren Kulturen stammen. Es schadet sicher nicht, wenn du sie dir bei deiner Suche nach dem Synthesechip genauer ansiehst. Mach ich. Ach, da war ich doch schon. Jetzt brauchen wir aber das Mogri-Haus, das ist genau auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich bin halt immer noch krank, ist zwar der nächste Aufnahmetag, aber man wird halt nicht innerhalb von einem Tag gesund, zumindest nicht wieder komplett gesund. Warte mal, es ging doch hier noch woanders lang. Da oben. Ich sehe schon. Wo ist denn dieses verblödete Haus? Ach da. Ich bin hier wirklich ein Mädchen für alles. Der Alleskönner. Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. Na klar, Kupo.
Wie, ich komme jetzt nicht mehr über den blöden Zaun? Das war Nummer 1. Nee, nimm du das. Hast du eine Ahnung? Oh, oh, oh. Fies ist jetzt natürlich, dass die, die in dieser Hütte sind, auch schießen. Zwei Minuten haben wir noch für einen. So. Kinderspiel. Wir sind der gebogene Kindergärtner. Oder Kupo-Gärtner. Mit deiner großartigen Hilfe konnte ich diesen Laden wieder öffnen, Kupo. Jetzt gibt es nur noch ein einziges Geschäft, das geschlossen ist, Kupo. Ich kann doch auf dich zählen, Kupo. Kupo! Okay. Hier haben wir jetzt noch einen. Wie auch immer wir da wieder hinkommen sollen. Bin tot, wenn wir runterspringen. Ich glaub's nicht. Traumhaft schön. So, lass dich knuddeln, Kleiner. Du hast es verdient. Vielleicht habe ich zu sehr auf die Gelben geachtet und deshalb die Dunklen hier nicht richtig gesehen. Von der Farbe sind sie ja etwas anders. So, erstmal ganz gemütlich das Kissen hinklatschen. So. Und dann können wir auf entspannt weiter gucken, wie wir da hinkommen. Alles verschlossen? Ich brauche so einen Generalschlüssel. Fast hätte es gescheppert. Wir können ja jetzt eigentlich riskieren, runterzuspringen, weil wir ja Schnellreise da hoch machen können. Deshalb werde ich das gleich mal machen. Vorher machen wir aber kurz einen Cut. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.